Mann, 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 ey. Manche lernen einfach nicht, dass der öffentliche Raum keine Mülltonne ist. Unglaublich. So, das ist die Quelle des Odinger Baches. Also das Grundwasser sammelt sich hier, tritt hier zutage. Und das war schon immer so. Das war hier niemals eine Kötteldecke. Schon immer unberührt geblieben. Dieses kurze Stück von unten, von den Absperrungen hier den Berg runter. Niemals Kötteldecke. Aber schon kurz, da wo jetzt die Baustelle ist, das kurze Stück, da ging es schon los früher. Beginn der Kötteldecke. Ich war gestern schon hier, aber das Video ist leider nichts geworden. Warum auch immer, keine Ahnung. Habe ich erst gemerkt, als ich es runterladen wollte. Kommt schon mal vor. So sieht das dann jetzt aus. Ja, hier kam früher das Abwasser raus. Jetzt hier plätschert das da runter von dem Absturz am Quellbereich. Ziemlich blöde fest wird. Ist natürlich auch irgendwie eine coole Konstruktion hier, ne?
Eine schön hohe Rampe hier. Kommen noch ein paar mehr von der Sorte. So ein langes Hosteil. Und da kommen gleich die nächsten drei Stück. Der nächste, da hinten, der nächste. Kommen noch ein paar. Hier im Oberlauf. So, warum ist das so? Perfekt. Perfektes Beispiel dafür. Damals, als die ganzen Zechen hier in der Umgebung zu Betrieb waren, hier zum Beispiel Zeche Montcenis in der Nähe, durch den Erdaushub, also die haben die Kohle aus dem Boden rausgeholt und alles mögliche an Steinen und Geröll mit, gab es natürlich diese Bodensenkungen. Das heißt, die Hohlräume, die Erde drüber sackte runter und wenn ein Bäche in der Nähe waren, dann muss man sich das so vorstellen. Der Bach fließt jetzt hier so gerade und genau hier senkt sich jetzt die Erde, ja, so runter. Das heißt, der Bach fließt hier runter, dann auf einmal, weil es ja, ne, da diesen Senkungssumpf gibt oder erstmal nur eine Senkung, der Sumpf bildet sich dann und staut sich hier, weil bergauf kann er ja nicht schlecht fließen. Wird immer voller und das verteilt sich über die Landschaft. Und da das damals natürlich alles Köttelbecken gewesen sind, hat sich natürlich die ganze Mocke und Giftstoffe, alles was da schön drin war, ja, ergossen in der Landschaft und Typhus und ja, alles hat sich da breit gemacht. Und um dem Abhilfe zu schaffen, wurden diese Sohlabstürze, meinetwegen auch Wasserfälle, behalten, weil, sagen wir mal da oben, wo jetzt der blaue Container ist, wenn sich da jetzt ein Senkungssumpf gebildet hätte, also eine Mulde im Boden, das ging abwärts, dann hätte man, also man stellt, ne, hier ist jetzt unsere Mulde, so, hier ist ein Wasserfall, hier ist, ne, geht, die Mulde geht so runter und kann nicht abfließen, dann hätte man hier den Wasserfall wegmachen können, das heißt, die Mulde senkt sich automatisch mit, weil man sticht dann an, man lief wieder tiefer. Ja, man, also pass auf, nochmal hier. Der Senkungssee geht bis hier oben bis zu der Wasserbremse aus Beton. Ja, und staut sich hier zurück. Wenn man den jetzt das wegmacht, also quasi die Mulde ansticht, dann hat man wieder freie Vorflut und der Vorfluter kann wieder normal fließen. Meine Güte.
Jetzt habe ich es aber selbst kompliziert gemacht. Ja, deswegen sind in den meisten Kürtelbecken, gerade in den Oberläufen, diese vielen Sohlabstürze. Müsst aber darauf achten. Okay, scheiße. Ist natürlich schlecht jetzt nicht mehr, weil ja, viele sind ja schon umgebaut worden und fließen jetzt sogar schon perfekt wie ein richtiger Bach durch die Gegend. Da ist natürlich nichts mehr mit Sohlabstürzen. Vielleicht in eurer Erinnerung ist euch aufgefallen, früher bei Kürtelbecken in eurer Nähe, die noch ziemlich klein waren und Rinnsale, dass gerade am Anfang im Urlaub viele dieser Sohlabstürze oder Wasserfälle vorhanden waren. Immer in dem Plan halt oberhalb liegende Senkungssümpfe wieder beseitigen zu können durch einen Anstich. So, haben wir das jetzt. Und hier fließt jetzt parallel zum Bach der Abwasserkanal.